Und damit hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play Last from Beyond Scarlet. Ich kenn's kaum. Eine Stelle kenne ich vielleicht aber auch nur, wer weiß das schon. Wir fangen jetzt einfach. Ups. Fangen jetzt einfach mal an und sehen, was passiert. Ich nehme die verblendete Version für YouTube, klar. Wir sehen es einfach. Na dann, viel Spaß und bis gleich. Wir tauchen in das Blut ein und erwarten deine Ankunft. Schau uns an und erkenne den Schmerz, denn wir haben das erträumte Eden gesehen. It was a crazy time for me. I kept dreaming the same thing over and over again. Slimy corridors and long halls made of bone. And there were monsters. So many horrific monsters everywhere. I see. During this time, did you turn to self-pleasuring more? Yes. 5 times a day, maybe 6 on a good one. It was right after I had been fired from my job, so I had plenty of time on my hands, you could say. I lost myself in porn and searching online for my next one-night stand. It was all I could do for days on end. Is this all that is bothering you? Or is there something else on your mind? There is one other thing. I still can't be sure of what is real and what isn't. Me and this girl. We were talking online for a week, just casual, you know? Nothing serious. And then we decided to see each other. I'm here. What do you think? Nice, ain't it? Well, it certainly confirms my suspicions that you're properly fucked up. Yeah, but that turns you on a little bit, doesn't it? To be honest, I was expecting a cheap motel in the outskirts of town. But hey, if you want to get down and dirty with a stranger in an abandoned theater, I don't want to be the one to get in the way of your dreams. Oh, he's cocky. You're so sure we're going to have fun, are you? Only one way to find out. Unless I'm not your type, and then you can at least give me some cab money. I'm penniless. I have neither a wallet nor clothes on me. Sorry, champ. No clothes? Won't you catch a cold? That's why I'm here. I was hoping a stranger would warm me up. Solid planning. Now it looks like I have to stay. Okay, enough messing around already. If you want me, come and show me what you've got. Follow the path of my clothes. It'll lead you right to me. The guy who came up with dating sites is my goddamn hero. Damn, what a girl. Ja, natürlich. Bevor wir anfangen, muss ich eben noch einmal ganz kurz Grafik einstellen. Die Helligkeit muss ich verändern. Geht das hier nicht? Helligkeit? Warte. Sind aus. Okay. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich die Taschenlampe nicht benutzt habe.
bei den Probeaufnahmen. Ich habe so viele Probeaufnahmen gemacht, weil es einfach nicht lief und ich gerade mein Mikrofon. Ich bin entspannt. So, das haben wir jetzt schon 10.000 Mal gemacht. Das kenne ich schon. Da, nichts drin. Komm, ganz öffnen. Da nur so eine merkwürdige Voodoo-Puppe. Und hier auch nichts drin, aber da. Der Schlüssel. So. Neue Folge der herumliegenden Kleidungsstücken. Sofern ich sie denn sehe, kann ich das gerne tun. Jetzt sehe ich sogar was. Ein Wunder. Zum Beispiel habe ich die Tür hier gar nicht gesehen. Oder den Durchgang. Ist aber zu. Okay. Hoppala. What a gloomy shithole. Eh. Still a hell of a lot nicer than my nightmares. Wahrscheinlich. Ab hier weiß ich nicht mehr weiter. Okay, hier kommen wir nicht durch. Wir kennen ja Last for Darkness. Wir wissen, was passiert. So, Kleidung folgen. Da liegt ein BH. Runter kommen wir aber nicht. Nice, ein Schuh. Cinderella, wo ist dein Schuh hin? Ah, great. What now? Das Höschen ist auch da. Also ist sie doch nicht ganz so nackt gegangen. Oh, habe ich mich erschrocken. Ich habe hier, kenne ich es nicht mehr. Wie gesagt. Habe ich mich erschrocken. Fängt ja schon gut an. Ich dachte, das ist eine Tür. Okay. Können wir darüber wohl? Ja. Schade. Okay. Ich habe keinen Schimmer, was wir machen sollen. Hier endet das Drama. Die Voodoo-Puppe vielleicht? Nope. Fängt ja schon gut an. Direkt mit einem Rätsel. Da leuchtet was. Ich sehe es doch. Auf der Bühne, wie kommen wir da hoch? Normalerweise gibt es hier doch immer eine Treppe. Oder auch nicht. Okay, wie machen wir das? Das war nur das Stativ. Wie kommen wir dort hoch? Ich weiß, wo wir sind.
Wie gesagt, ich kenne das echt nicht. Okay, das können wir nicht öffnen. Gegenstand aus Inventar verwenden. Können wir den nochmal verwenden? Ihr Element passt nicht. Okay. Im Bad war nichts mehr. Müssen wir alles einmal kontrollieren. I'm not going anywhere. Ja, ja. First, I want to see what Rhea is capable of. Nee, danke. Kein Interesse. Nicht an ihr. Na, Flaschen hat sie auch. Guck mal, noch so eine Voodoo-Puppe. Wofür die wohl sind? Hier geht nichts. Ornament. I'm not much of an art guy. You can even call this art. Ich habe keinen Schimmer, was ich dafür brauchen werde. Wie gesagt, ich kenne das Rätsel nicht. Was das auch immer ist. Wir kontrollieren einfach alles. Irgendwie müssen wir doch da hinkommen. Was? Scheiße. Hütet euch von Dancing in Red. Als Theaterkritiker habe ich einen langen Weg zurückgelegt. Es wäre eine Herausforderung, meine gesamte Laufbahn genau zu beschreiben, denn in diesem Jahr jährt sich zum 14. Mal der Tag, an dem ich beschlossen habe, mich diesem edlen Beruf zu widmen. Nichtsdestotrotz war ich wenig darauf vorbereitet, das zu sehen, was mir geboten wurde. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Stücke, die über das Gewöhnliche hinausgehen. Aber Dancing in Red geht einen Schritt zu weit. Und ich meine damit nicht, dass es ein zögerliches Gehen ist, um neue Ausdrucksmittel zu erforschen. Oh nein, dies ist ein perfider und bewusster Sprung in einen makabren Abgrund, in den der Regisseur die unbewusste Psyche des Zuschauers bewusst in seinen Bann ziehen will. Sie werden denken, dass ich übertreibe, und dazu hätten sie auch allen Grund. Ich selbst wäre zu dem gleichen Schluss gekommen, wenn ich das Obrige gelesen hätte. Darüber hinaus habe ich nicht einmal die Absicht, sie davon zu überzeugen oder zu einem ganzen Arsenal an Argumenten und Schlussfolgerungen zu greifen. Ich bin mir meiner Wortwahl vollkommen bewusst und wiederhole trotzdem unerbitterlich, dass Dancing in Red nicht einmal aus irgendeiner Perspektive analysiert oder überprüft werden sollte. Ich buchstabe schon wieder Worte rein, die da nicht sind. Ich packe schon wieder Buchstaben rein, die da nicht sind. Jeder Gedanke, der diese Travestie eines Theaterstücks erklären soll, ist dazu verurteilt, angesichts der animalischen Primitivismus des Spektakels, der mit einer Katastrophe von Sex und Gewalt unterspült wird, sofort vernichtet zu werden. Ich möchte diese Gelegenheiten auch nutzen, um den Regisseur des Stücks und alle beteiligten Personen, einschließlich der Leiter des Eden-Theaters, darüber zu informieren, dass in dem Namen des Publikums eine Sammelklage gegen sie vorbereitet wird. Wenn Sie Dancing in Red gesehen haben und sich der Klage anschließen möchten, schreiben Sie bitte an contact@theaterworld.com. Dies ist keine Rezension, es handelt sich um eine Warnung. Gehen Sie unter keinen Umständen in Dancing in Red. Okay, war es so schrecklich? Haben Sie das von Lust for Darkness, das Theaterstück, hier weitergeführt oder was? Also ich spreche da jetzt von, wo wir auf einmal in die Orgie reingeplatzt sind. Wo in jedem Zimmerchen irgendjemand lag oder mehrere lagen. Man weiß schon, was ich meine, oder? So. Warum sind einige Tasten stumm und andere nicht? Hm.
kann man den Flügel öffnen? Ist da vielleicht was drin? Wenn die Tasten stumm sind, dann kann es sein, dass da etwas auf den Saiten liegt. Ja, es ist ein Saiteninstrument, ein Flügel oder Klavier. Wie kann man das denn öffnen? Das kann man nicht öffnen. Na doch, 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 doch. Nee, da brauchen wir Noten für. Wo kriegen wir Noten her? Gehen wir erstmal hinter die Bar. Da ist nix. Oh, hier kommen wir auch hin. Okay. Warum brauchen wir so viele Schlüssel? Geht nicht. Was ist das? Oh! Das erste Spielzeug! The hell is that? Ich könnte es dir erklären, aber dann wäre das hier nicht mehr FSK 16. Das wollen wir. Das ist viel verstörender. Ist das ein Schlagring oder? Ich würde es gerne drehen, rechte Maustaste. Ah. Das ist ein Ring. Nein, dafür ist es zu groß. Das wird um den Kopf getan, dass es so aussieht, als hättest du da Zähne, oder? Schade, dass wir die nicht anmachen können. Gehörte bestimmt zum Theaterstück, nicht? Ne? Nein, das waren die Weinflaschen. Ich habe schon wieder einen Linksdrall. Also bei mir rechts. Was ist das? Noch so eine. Ich weiß nichts damit anzufangen. Das ist das Problem. Was soll ich mit den Voodoo-Puppen? Okay, jetzt sind wir wieder hier. Und jetzt? Gehen wir mal durch die Reihen, sofern es denn geht. Und gucken einfach, ob da was liegt. Ist das eigentlich für ein Geräusch? Hier muss die Menge getobt haben, hm? Ach, dieses... Was ist das? Ach, guck mal da. Wofür ist das? Oh, das kam runter. Das glaube ich aber kaum. Da ist nix. Okay, dann beende ich mal die Folge. Gucke mal nach, ob die Aufnahme funktioniert hat. Vorsichtshalber nur. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen.